So, hallo ihr Lieben, hier ist Christian. Viel Spaß mit der folgenden Meditation. Wenn du öfters Bock auf sowas hast, findest du das in der Liebeship Plus Mitgliedschaft. Dann gibt es das wöchentlich auf liebeship.de. Und jetzt viel Freude damit. Ja, ihr Lieben, oder du Liebe, du Lieber, heute mal ganz was anderes. Lass dich mal drauf ein. Heute kannst du dich hinsetzen in deine Meditationsposition, aber auch gut hinlegen. Beim Hinlegen ist es immer ganz gut zu überlegen, ob man besser die Füße aufstellt, einfach um ein bisschen mehr Erdung zu haben. Auf jeden Fall am Anfang solltest du das jetzt mal machen, die Füße aufstellen. Atme in die Erde. Schließ die Augen. Komm immer weiter runter. Und spür deine Verbindung zur Erde, wie du fest verankert bist in der Erde. Kannst dir auch vorstellen, dass du dich so richtig einhakst in die Erde, fest liegst, sitzt, stehst auf der Erde. Dann stell dir vor, wie du an einem Platz liegst oder in deinem Bett oder irgendwo liegst, in Gedanken, auch wenn du jetzt sitzt, stell dir vor, du liegst ganz ruhig, ganz friedlich, ganz entspannt. Und dann stell dir vor, auch wenn du es jetzt vielleicht dir nicht richtig vorstellen kannst oder nicht sehen kannst, wie links und rechts ein Engel oder ein besonderes Wesen zu dir kommt, dich liebevoll ansehen, ganz warm. Berühren dich sanft an deiner Schulter. Und diese beiden Engel oder hilfreichen, lichtvollen Wesen dich mitnehmen an einen wunderschönen Platz in der Natur. Vielleicht ein Feld oder ein Wald. Ganz viel Energie, trotzdem ganz friedlich. Sonne scheint auf dich und du liegst auf einer Art Steinplatte, die ganz warm ist. Und du fühlst dich unendlich geborgen und sicher. Beiden Engel oder lichtvollen Wesen sind weiter an deiner Seite, rühren dich weiter an der Schulter, vielleicht auch woanders, auch okay. Und schicken dir ganz viel Heilenergie, lichtvolle Energien, Kraft. Einfach wie so ein Aufladen
in diesen für viele ja nicht so leichten Zeiten. Und ja, lass dich einfach treiben, schau, was so passiert. Gegebenenfalls erde dich nochmal, also spür nochmal ganz doll die Verbindung, so fest verankert bist in der Erde, auf der Erde, kann man das manchmal noch besser genießen. Vielleicht, wie oft in der Meditation, kennst du bestimmt schon, arbeitet dein Verstand ein bisschen dagegen an oder lenkt dich ab. Ist nicht schlimm. Nimm es einfach wahr und kehr wieder zurück zu dieser Wahrnehmung. Ja, und dann lösen sich die Wesen ein bisschen von dir, beziehungsweise von dem, was sie gerade gemacht haben. Verneigen sich vor dir, tragen dich wieder zurück an deinen Ort, wo du jetzt gerade bist, in der Jetztzeit. Du magst. Bedank dich bei den Wesen. Und diese Wesen bedanken sich bei dir mit dem Wort Anasha. Und ja, verschwinden wieder erstmal. Und du erlaubst dir,
wenn du das alles nicht so richtig verstanden hast vielleicht. Erlaubst du deinem Verstand mal eine Pause und erlaubst dir einfach wieder langsam zurückzukommen ins Hier und Jetzt. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, langsam die Augen zu öffnen, aufzustehen, nochmal dich gut zu erden, indem du zum Beispiel mit den Füßen so ein bisschen aufstampfst. Und dann wünsche ich dir einen guten Tag oder einen guten Abend.